Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur Nutten-Nachlese. Ich bin wieder da, ich war ja auf Gran Canaria und sie sind heute alle nach Los Angeles gefahren und sind in so Gruppenunterkünfte gekommen. Team Thomas Hayo und Team Michael Michalski haben jetzt gemeinsame Häuser, jeweils eine Gruppe für sich. Finde es total super alles und so und alles voll schön. Da war ein Kreischalarm, als sie diese Häuser erobert haben. Also wirklich, ich habe seitdem wieder einen Tinnitus links. Das war also wirklich, wenn Mädchen sich freuen. Wir haben gerade Werbepause, die zweite. Und heute ist Umstyling. Und das lieben wir ja alle, das wissen wir. Heidi Klum ist heute diesmal noch sadistischer als jemals zuvor. Man sieht förmlich diese geiferne Lust in ihren Augen, wenn sie den Mädchen präsentiert, was jetzt gleich passiert. Da zückt sie eine Schere, da zückt sie den Rasierapparat, was dann aber gar nicht passiert. Und. Und ich frage mich wirklich, mittlerweile müssen doch die Mädchen jetzt nach 25 Staffeln endlich mal wissen, dass das Umstyling ein essentieller Teil dieser Serie ist. Aber es rollen natürlich immer noch die Tränchen und jedes Jahr sage ich aufs Neue, Heidi Klum labt sich an den Tränen der Teilnehmerinnen. Heidi Klum hat zu Hause, und ich sage es gerne nochmal, einen Pool aus Nuttentränen, in den sie morgens ihre Bahn zieht. So, dann haben wir also diese eine komische, die Claudia mit K. Das Lustige ist, es gibt ja gar keine Claudia mit C, aber sie wird trotzdem immer von Heidi Claudia mit K genannt. Das wird mega lang jetzt gerade schon aufgebaut, dass sie halt total im Ausflippen ist und weil jetzt ihre schönen langen Haare und jetzt sie so lange wachsen lassen und ob die jetzt gebleached werden und dann war sie schon kurz davor, die Bleaching-Sache zu probieren, weil sie hat ja auch gerade dauernd so Schübe. Und diese Schübe, ich nenne das manisch-depressive Schübe, aber gut, gucken wir mal. Und wahrscheinlich, das wird jetzt vor jeder Werbepause immer mehr aufgebaut, das Drama, dass sie sich so vor dem Umstyling fürchtet. Und ich sag euch schon Folgendes, wahrscheinlich wird der nur 5 cm Wände abgeschnitten und ein paar Wellen reingemacht, das war's. Bla, dann gibt es eine, der wurden die Haare, und ich liebe es ja, es gibt in jeder Staffel immer einen Mikropony. Und das eine, Namen weiß ich noch nicht, die hat wirklich so einen ganz kurzen Mikropony bekommen. Also ich hätte es gerne noch kürzer gehabt, dass man noch den Haaransatz sieht durch den Mikropony durch und hinten. Also alles auch ganz kurz. Und die hat geweint, die kleine Maus, die hat so geweint, weil sie auch selber dann schon gesagt hat, ja, ist aber auch voll doof, weil sie läuft ja auch zu Hause immer gerne in Jogginghose und mit Eastpak-Rucksack rum. Und jetzt mit den Haaren, da sieht die ja auch total aus wie ein Junge. Und dann die ganzen anderen Mädchen. Und das können ja Frauen besonders gut. Die sagen dann sowas wie, nee, oh, du, das sieht total toll aus. Du, das steht dir richtig gut. Ist halt auch eine Typsache. Nee, komm, sag mal, wie sieht das? Sieht toll aus. Und man sieht aber in den Gesichtern der anderen, dass die alle nur denken, zum Glück habe ich diese Frisur nicht bekommen. Aber gut, wir werden mal sehen, vielleicht steht sie ja trotzdem. Thomas Hayo ist natürlich verantwortlich für die Intimfrisuren in dieser Folge. Das sieht man aber nicht jetzt in der Sendung, sondern das wird dann mit einer Bezahlfunktion auf der Webseite von ProSieben heute Abend noch online gestellt. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. So, und dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Gleich ist die Werbepause vorbei und ich gehe mal wieder nach draußen. Oh. So, wir sind in der nächsten Werbepause. Ich habe jetzt die Gitti mit dabei, diesmal ein Boydrag. Gitti, du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Ja, ProSieben hat ja ein exklusives Fanmagazin von Heidi Klum rausgebracht. Oh. Das Heidi-Fanmagazin, diesmal mit einem dreiteiligen Schminkeset. Mm. Da gibt es ein Primer-Spray, ein Liquid Lipstick und ein Foundation-Puder. Ganz hochwertig produziert von ProSieben für die Nutten. Und da kann man wirklich ganz, ganz toll Looks nachschminken. Jetzt muss ich mal wirklich sagen, ich bin ja Feministin. Danke. Ich bin ja Feministin. Und also das ist ja Heidi. Nicht Heidi Klum, sondern Heidi. Heidi ist eigentlich eine ganz süße Kindergeschichte. Und dann wird die jetzt missbraucht dafür, dass kleinen Mädchen beigebracht wird, dass sie sich schminken sollen, schon im Kinderalter. Bei YouTube natürlich. Die müssen natürlich auf YouTube online gehen und da das Tutorial dazu machen. Und natürlich wird auch gespoilert, was in der nächsten, hier das Umstyling, das große Umstyling. Hier haben wir zum Beispiel die Gerda. Die ist richtig, die war so eine richtige sexy, sporty Bitch. Jetzt ist die halt so ein kleines, süßes Schaf. Danke, Gitti. Wir hatten das Umstyling, das ist jetzt vorbei. Und zwar, also die größten Umstyling-Desaster waren einmal diese eine, die hat so ein... Claudia mit K.
Nee, Claudia mit K hat ja nur so rote, ganz lange Haare bekommen. Ja, und die Augenbrauen haben sie gemacht. Und die haben endlich die Augenbrauen gemacht. Und dann ist aber diese andere, die hat diesen super süßen, frechen Hila Foku. Ja, Pixie. Fusselige Foku Hila. Ja, Foku Hila, Hila Foku. 80er Jahre Sport. Und die war richtig traurig. Und dann hat die, die Zoe. Hat die, die heißt die Zoe. Und dann hat die nämlich zu Hause nach Hause geskypt. Der Markus Lunger. Was machst denn du jetzt hier? Entschuldigung. Unser Techniker stört uns. Und Markus, nicht Markus. Und Markus die Zoe hat dann so ein ganz, also wirklich, ich muss mal sagen, die hatte vorher normales Haar und da haben sie so ganz fransig und dann hier so ganz kurze Fransen, als ob sie mit so einer heißen Schere so das aus Versehen abgeschnitten haben, so, so Bastelschere, Fransen, Bastelschere und dann hier hinten so Nackenfotzenfransen. So und da ist alles blau, alles braun, fisselig. Ja. Und dann das haben sie ihr verkauft als ganz moderner Look, weil sie hat ja auch so ein ganz modernes Gesicht und sie ist ja auch nicht sexy und sie ist ja nicht süß, sondern sie ist halt so ein modernes, urbanes Mädchen. Ja, und jetzt sieht sie halt leider aus wie Michel aus Lönneberger, wo man einfach noch den Topf draufsetzt. Genau, muss. Der fehlte dann heute leider. Ja. Sie ist nicht so zufrieden. Er hat sie nach Hause geskypt zu ihrem Freund und ihr Freund hat sie auch ein bisschen ausgelacht. Vor Schreck hat er gleich mit seinem Freund geschlafen. Ja, er hat dann gleich Freund, per Skype mit ihr Schluss gemacht. Ja. Und dann noch eine andere, die hat diesen ganz kurzen Mini-Pony, habe ich vorhin schon erzählt, sah eigentlich ganz süß aus, muss ich sagen, hat ihr Geständnis. So, dann war noch die eine, die vorher aussah wie Eva Mendes, hat jetzt Extensions bekommen und sieht jetzt aus wie Selena Gomez. Selena Gomez, also nochmal 10 Jahre schön. Ins Gesicht gezaubert. Sie fand sich selber sehr nuttig, hat sie, glaube ich, gesagt. Nee, sehr billig, hat billig sie gesagt. Hat sie hat gesagt, sie sieht billig aus, gefällt ihr. So, ja, und das war's auch schon. Und jetzt haben sie das große Umstyling-Shooting. Genau, und da müssen sie halt in so fleischfarbenen Bodies. Ach, ich dachte, das waren Windeln. Ja, so fleischfarbene Body-Ganzkörperwindeln. So. Mhm. Und der Spülschlauch ist schon da. Und dann werden die so richtig schön vollgepumpt. Und wer die vollste Windel hat, gewinnt. Oh, das ist wird ja toll. Süß. Da freue ich mich dann bis zur nächsten Werbepause. Bis dann. Bye. Wir sind in der 4., 5. oder 6. Werbepause. Jetzt hatten wir gerade das große Shooting für die Setkarte. Da mussten sie, wie ich schon erwähnte vorhin, in so Lingerie natürlich wieder posen. Sexy, aber nicht billig, war das Motto. Schwierig natürlich. Eine hatte dann wieder Bedenken gehabt, aber es hat Heidi überhaupt nicht akzeptiert, weil wenn man mal gerade 18 ist, dann muss man halt auch einfach sexy sein können. Das ist ganz wichtig. Und da sie ja schon alle nackt waren vor 3 Wochen oder 2 Wochen, wann das war, können sie jetzt ja auch wohl mal in Unterwäsche posieren. Die mit den Haaren, die mit dem Fukuhila Fransen-Look, die war super gut. Heidi war mega zufrieden und sie hat auch ihre Haare jetzt total akzeptiert. Genauso wie die andere mit dem Mikropony fand sich dann auch auf den Fotos total toll. Sie hat dann gleich noch gesagt, dass sie auf den Fotos gar nicht aussieht wie sie selbst und das gefällt ihr sehr gut. Und dann kam die Verrückte, die mit den ganz langen Haaren, Claudia mit K. Die hat dann, die mussten auch alle vorher, mussten sie noch so ein kleines Video aufzeichnen, wo sie so einen Vorstellungssatz. Und da hat Claudia mit K irgendwie sowas gesagt, wie so, hallo, ich bin halt, sowas, ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die ist halt schon irgendwie gestört. Und die hat aber dann vor der Kamera diese entfesselte Naturgeilheit, die halt Männer total lieben, weil die hat, glaube ich, die hat sowas Unbedarftes wie ein Kind und kann aber dann so sexy sein. Und ich glaube, Männer bekommen da so die Fantasie, dass die mit der alles anstellen können, was sie wollen und dass sie das gar nicht so versteht, so kindfraumäßig. Und das, ich sehe die Geilheit der Männer in den Augen. Ich finde, dieses arme Mädchen wird vorgeführt und missbraucht mit der Kamera missbraucht von ProSieben und es ist mal wieder fürchterlich. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Jetzt ist eine nächste Werbepause und dann ist auch hoffentlich bald die Entscheidung, weil ich habe jetzt wirklich schon wieder keinen Bock mehr. Wir sind jetzt beim, wie man jetzt neuerdings sagt man jetzt ja Elimination. Genau. Sie stehen quasi direkt vor ihrem Lip-Sync vor sehr live. Das ist ja genau. Und da hatten sie heute so eine amerikanische Stylistin, die sah aus wie eine ganz, ganz billige, noch billigere Version von Christina Aguilera aus dem White Trash Trailer Wagon Park. Ja, die Alexandra Mandelkorn.
Alexandra Mendel Korn, ja. So hieß sie. Und die hat die total super süß ausgestattet. Und ja, also, von H&M und Zara und genau. Humana. Und dann sind sie alle gelaufen. Und da kann man, gibt es da irgendwas so zu sagen? Drei sind irgendwie weitergekommen für die ins Teil, doch. Ach so, ja genau, weil vorher bei dem Shooting, danke Gitti, ja. War ja noch eine Inkognito-Spionin mit dabei, und zwar die Chefredakteurin der InStyle. Ja. Und die hat mich beim Shooting die beobachtet, und dann sind drei bekommen jetzt, glaube ich, eine Viertel-Eck oder eine halbe Seite in der InStyle. Ja, ja, das sind die müssen nach Mexiko zum Shooting auf jeden Fall. Genau, die Perückenfrau ist mit dabei, dann die mit dem Abigail, Sally und die dritte habe ich schon wieder vergessen. Nur eine langweilige. Und Uschi. Und Uschi. So, genau. Jetzt sind wir wieder beim Elimination Walk. Genau. Und dann gibt es jetzt einen Zwist zwischen Thomas Hayo und Heidi Klum. Weil Thomas Hayo ist nicht einverstanden mit den Entscheidungen von Heidi. Nein. Und Michael Michalski ist, glaube ich, auch sauer auf Thomas Hayo und Heidi. Auch auf Heidi. Und eigentlich sind die alle Heidi will das, sauer. Heidi will das irgendwie, dass der Michalski was sagt, und dann sagt er so, nein, ich sag nichts, doch deine Show. Ist doch deine Show, sag du doch was. Und dann hat sie was gesagt, dann wollte Thomas Hayo was sagen, hat aber dann Michael Michalski gesagt, jetzt möchte ich aber was sagen. Das ist wie im Kindergarten da gerade. Ja, und dann haben wir aber festgestellt, dass die ProSieben Drohnen ja irgendwie seit Jahren über dem Rauschgold schweben. Und ja, die haben ja quasi Jurassicas Leben geklaut. Ja. Weil nämlich Heidi heute zum ersten Mal gesagt hat, wo ist eigentlich der Schnaps? Wo ist der Schnaps? Und dann hat sie noch gesagt, langweilig. Hat sie auch noch gesagt. Glaube ich, auch gesagt. Und dann hat sie noch gemacht. Ja, hat sie auch gemacht. Das sind alles Sachen, die ich immer hier auf der Bühne mache. Und ich frage mich, woher weiß ProSieben das, wie man eine Sendung aufpeppt? Die müssen hier gewesen sein und müssen mich ausspionieren. Ja, und dann stellt sich Jurassica die Frage, wer ist sie eigentlich noch? Ich bin einfach noch ein Abziehbild von Heidi Klum. Du bist ein Abziehbild deiner selbst. Da waren jetzt dann zwei, sind dann in die Shootouts nächste Woche gekommen, und die waren beide von Thomas Hayo. Und Thomas Hayo war damit nicht zufrieden, und dann hat Heidi Klum gesagt, ja, meine Show. Und dann hat Thomas Hayo gesagt, ja, aber mein Herz ist broken. Und da hat Heidi Klum nur noch so ein heartbroken, so eine Geste gemacht, und hat sich dann noch ganz diebisch gefreut, weil sie es total geil findet, dass Thomas Hayo jetzt ein broken heart hat. Und irgendwie glaube ich, dass in der nächsten Staffel wird die Jury jetzt ausgetauscht. Ansonsten war da noch eine in meinem Backstage, eine Nutte, die hatte hier so Tücher in die Haare geknüppert. So, wie sagt man dazu? So Schminktücherchen, diese weißen Schminktücherchen. Ja? Das waren aber eigentlich Wichstücher von Thomas Hayo. Ansonsten ist nicht mehr viel passiert, denn es ist, glaube ich, eine ist raus oder zwei sind raus, langweilige. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe heute auch schon genug gesagt zu dieser Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Nachlesen. Abonniert mich auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Google Plus ist unwichtig mittlerweile, brauche ich nicht mehr. Und bei Snapchat werde ich mich bald abmelden, weil mich das nicht interessiert. Bis dahin, Weise. Sharing is caring.